Die Dogge Horst ist erst 3 Jahre alt, musste aber schon viel durchmachen in ihrem Leben. Das Veterinäramt hat Horst Anfang Februar aus der Wohnung seines Vorbesitzers geholt, wo er allein zurückgelassen wurde. Noch ist der abgemagerte Rüde vom Veterinäramt nicht zur Vermittlung freigegeben. Bis es soweit ist, wird er im Tierheim Waumauinsel aufgepäppelt und medizinisch durchgecheckt. Kastriert ist Horst noch nicht, Autofahren und Alleinbleiben sind aber kein Problem. Für das sensible Kraftpaket wird ein schönes neues Zuhause bei einem Herrchen gesucht, das sich mit dieser Hunderasse auskennt. Ein Blick in Berthas braune Augen und ihre Besucher sind hin und weg. Die liebenswerte Mischlingshündin soll mehrere Tage neben ihrem toten Herrchen gewartet haben. Im Rahmen einer Sicherstellung im Januar ist sie ins Tierheim gekommen. Dort hat sie sich schon gut eingelebt. Bertha ist verspielt, lieb und verschmust, aber auch ein Kraftpaket. Jetzt sucht sie einen sportlichen neuen Besitzer, der viel mit ihr unternimmt. Dixie ist eine sehr zurückhaltende Yorkshire-Terrierin, die zusammen mit 12 anderen Artgenossen vor kurzem ins Tierheim kam. Sie gehörten einem Hobbyzüchter, der die Tiere weder kastriert noch geimpft hatte. 6 der Yorkshire Terrier sind schon vermittelt. Und auch die sanfte 10-jährige Dixie würde sich über ein liebevolles neues Zuhause freuen. Sie versteht sich gut mit anderen Hunden und muss noch kastriert werden. Ein kurzer Blick, dann ist Jenna schon wieder weitergehoppelt. Jenna ist ein weibliches, schwarz-silberfarbenes Kaninchen, das auch erst seit wenigen Wochen im Tierheim lebt. Dorthin kam sie, weil sie sich nicht mit ihrem Artgenossen verstanden hat, mit dem sie einen Käfig geteilt hat. Gesellschaft braucht Jenna aber in ihrem neuen Zuhause auf jeden Fall. Ein kastrierter Bock wäre schön. Jennas Alter ist nicht bekannt.